Heute sprechen wir wieder über eine Dreierkombination mit den Lenormand-Karten Ring, Anker und Störche. Ich habe dabei ganz bewusst einfache Lenormand-Karten herausgesucht, denn es geht heute nicht um den Schwierigkeitsgrad der Deutung, sondern um die Vielfalt an Aussagen. Und wir werden insgesamt 8 mögliche Aussagen gewinnen, das ist ganz schön viel. Und weil das eben schon sehr umfangreich ist, konzentrieren wir uns auf den Aussagegehalt des Ringes in Richtung Partnerschaft. Also wir wollen davon nicht abschweifen und wollen uns einfach nur in diesem Feld der Beziehung aufhalten. Das reicht für diese Kombination, um eben alleine schon 8 Aussagen zu gewinnen. Also, wir beginnen mit einer Aussage, die eigentlich den Anker in den Vordergrund rückt. Denn beim Anker geht es häufig um Fixierung, also in dem Fall Fixierung auf die Partnerschaft. Was haben jetzt die Störche damit zu tun? Man verbiegt sich für den Partner, für die Beziehung so sehr, um sich anzupassen, dass es vielleicht gar kein gesundes Verhältnis mehr in dieser Beziehung gibt. Oder man tut auch alles dafür, um es dem anderen recht zu machen. Da tritt jetzt bei den Störchen der Aspekt der Fürsorge zum Vorschein. Und beim Anker behalten wir diese Fixierung bei. Der Ring ist allermeistens selbsterklärend, denn er spiegelt einfach nur das Thema Beziehung und Partnerschaft. Darüber hinaus natürlich auch alle weiteren Verbindungen, die so zwischen Menschen bestehen können. Aber wir haben ja gesagt, heute liegt der Fokus auf der Beziehung. Das war schon unsere erste Aussage. Die zweite ist wiederum recht einfach. Und zwar behalten wir hier den Fokus auf der Partnerschaft und gehen dann über zum Anker und sagen, okay, der Anker hat mit verlässlichen Aspekten zu tun, mit verbindlichen Aspekten. Und jetzt kommt der Clou bei den Störchen. Die Störche stehen nach meiner Lenormand-Lehre nämlich auch für Team, für Gruppen und für Teamgeist. Das heißt, man fungiert hier innerhalb der Partnerschaft als ein sehr verlässliches Team. Man kann auf den Partner zählen und man hat einfach einen guten Team-Spirit innerhalb der Partnerschaft, was auch ganz wichtig ist, um an einem Strang zu ziehen und eben auch immer wieder, um auf einen Nenner zu kommen und die Beziehung eben auch voranzubringen. Jetzt haben wir noch einen einfachen Aspekt oder noch eine ganz einfache Aussage, nämlich ein stabiles Umfeld für die Partnerschaft. Also hier der Anker im Sinne der Stabilität, das ist eine ganz klassische Bedeutung, und die Störche als Umfeld betrachtet. Das ist eine ganz wichtige Bedeutung für die Störche, die allzu gerne vernachlässigt wird. Denn mit den Störchen leben die Menschen in unmittelbarer Nachbarschaft, wenn die Störche auf ihren Dächern brüten. Früher war das zumindest gang und gäbe, aber das tun Störche natürlich auch heute noch. Übrigens auch bei uns in der Umgebung, also wir haben da auch so ein Storchennest, das ist zwar nicht direkt auf dem Haus, aber da ist extra etwas gebaut worden, wo die Störche drauf brüten können und dann kann man sie sogar vom Haus aus beobachten. Also auch das ist ein Miteinander, wenn man so möchte. Und daher kann man eben bei den Störchen Aspekte wie Nachbarschaft ableiten oder eben auch das Team, was ich vorhin schon genannt habe, und generell das Umfeld. Also kommen wir jetzt zu dieser Aussage, es geht um ein sicheres und stabiles Umfeld für die Partnerschaft. Auch das kann eine Partnerschaft stärken. Jetzt kommen wir zu einer Aussagemöglichkeit, die wir ganz geschickt kombinieren müssen. Denn im Grunde sind Anker und Störche Gegensätze. Beim Anker geht es immer darum, etwas festzumachen, etwas zu verbinden, zu fixieren, zu stabilisieren. Im Gegensatz dazu die Störche, die für Veränderungen stehen, für Dinge, die sich weiterentwickeln, die eben gerade nicht fixiert werden, sondern die man locker lässt, die man loslässt, damit sie eben von alleine in Bewegung kommen, in Aktion kommen. Deswegen stehen die Störche ja auch für Flexibilität, für Anpassung. Also da ist ganz viel Spielraum und eben ganz viele Möglichkeiten. Beim Anker hingegen
ist schon alles definiert, ist alles festgesetzt. Also haben wir hier ein Gegensatzpaar und das muss man natürlich immer wieder in Einklang miteinander bringen, wenn wir hier kombinieren möchten. Und jetzt kommt es eben zu einer Aussage, wo wir genau das miteinander versuchen. Wir sagen, trotz einer stabilen Beziehung ist Veränderung und Entwicklung notwendig, um die Beziehung eben nicht starr werden zu lassen, sondern um sie weiterhin offen zu halten, um weiterhin neue Möglichkeiten, neue Perspektiven in der Beziehung zu entdecken und eben auch weiterhin aneinander und miteinander zu arbeiten an der Beziehung. Und deswegen ist genau diese Aussage so schön, also trotz stabiler Beziehung, Veränderung und Weiterentwicklung zulassen, das ist notwendig. Finde ich eine wunderschöne Aussage, die mir eigentlich von allen am besten gefällt. Kommen wir zur nächsten. Dem Partner etwas anvertrauen. Ja, das klingt jetzt so simpel, aber hier haben wir eben die Störche, die wir unbedingt in diese Aussage mit einbeziehen müssen. Der Aspekt des Vertrauens, der ist ja gegeben durch den Anker. Ja, und dass Vertrauen ein Thema in der Beziehung ist, das wird uns durch Anker und Ring wiedergespiegelt. Jetzt kommen die Störche dazu und die Störche haben eine besondere Eigenschaft, nämlich die der Übertragung, also die Fähigkeit zur Übertragung, die Fähigkeit zur Weitergabe. Das kann positiv wie negativ sein, was der Inhalt davon ist, ist eben nicht vordefiniert. Das ergibt sich aus der Kombination. Und hier geben wir Vertrauen weiter, das heißt, wir schenken Vertrauen dem Partner gegenüber. Und das bedeutet eben auch, wir können uns öffnen und dem Partner etwas anvertrauen. Vielleicht sind es Dinge, die wir einem anderen Menschen gegenüber noch nie geäußert haben und die von daher vielleicht auch sehr persönlich, sehr intim sind. Und daher kann dieser Aspekt hier in einer Deutung durchaus zutage treten. Eine der vordersten Bedeutungen des Ankers, wenn es um Beziehungsfragen geht, sind die Ziele. Und es gibt kaum etwas Wichtigeres in einer Partnerschaft, als gemeinsame Ziele, gemeinsame Wege zu schaffen. Und so kommen wir auch schon auf die nächste Aussage, nämlich durch gemeinsame Ziele entwickelt sich, hier sind wir bei den Störchen, die Partnerschaft weiter. Oder indem man ein gemeinsames Ziel schafft, kann man Bewegung in die Partnerschaft bringen, was eben dann für beide wiederum zum Anker wird. Also egal, wie man jetzt die Aussage dreht und wendet, das kommt am Ende dasselbe dabei raus. Es geht darum, hier Ziele zu schaffen, um die Partnerschaft eben in Bewegung zu halten. Jetzt haben wir noch einen Aspekt, nämlich wir lassen jetzt mal beim Anker den Beruf in den Vordergrund treten. Beruf und Beziehung schließen sich nicht unbedingt aus. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, dass sich das miteinander vereinbaren lässt. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. So, das heißt, hier müssen Beruf und Beziehung unter einen Hut gebracht werden. Und mit den Störchen bedeutet es eben auch, immer wieder hin und her zu switchen. Tagsüber arbeitet man zusammen, dann ist man Businesspartner und am Abend geht es darum, die Partnerschaft wieder auf den privaten Modus umzuschalten. Das kann durchaus eine Herausforderung darstellen. Und von daher kann diese Kombination eben auch anzeigen, dass es darum geht, hier Beziehung und Beruf gemeinsam zu managen und unter einen Hut zu bekommen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über einen netten Kommentar und natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Damit können Sie meine Arbeit unterstützen.